Bühne frei für Lea. Ja, hallo. Auch von mir einen herzlichsten Glückwunsch zum 70. Ich hatte die Ehre, mich mal in eine ganz neue Thematik hineinzudenken. In die Industriemechanik, in die Anlagen, in den Anlagenservice, in das Schweißen. Und es war auch hochspannend für mich. Und ja, ich habe vieles von dem, was wir heute auch gehört haben, womit wir uns heute beschäftigt haben, versucht kompakt etwas poetisch zu verarbeiten. Hier, wo man die Welt durch Schutzglas betrachtet, sich kalter Stahl an warme Finger schmiegt, wo man Handwerk noch als Kunst erachtet, in der Luft ein Hauch Wunderkerze liegt, wo sich Elemente fügen, weil sie Wärmekraft unlösbar verbindet und Einheit schafft. Ja, wo zwei kontaktlose Teile sich annähern lassen, weil man die Ränder geschickt aneinander legt und dann plötzlich ineinander fassen, wenn man darüber ein Licht bewegt. Und dann irgendwann, wenn man weiß, wie das geht, mit mehr Können als Glück ein Schweißbad entsteht. Hier, wo man als Mannschaft den Platz betritt und sich Wegbegleiter finden, verbunden durch die Leidenschaft, etwas zu verbinden. Hier, wo es Montagen an Montagen gibt, wo man Derrick nicht für einen Krimi und Abdrücker nicht für die Spülung hält, wo man eigenhändig erschaffen liebt, hier bedeutet Schweißen die Welt. Denn hier hat's gefunkt zwischen Mensch und Metall und das schon seit 70 Jahren. Herzen wurden in Stahl getunkt und blieben nicht so, wie sie waren. Und bei Schulter an Schulter wächst Tag für Tag auch zwischen Menschen eine stabile Schweißnaht, die Grenzen überwindet, weil sie Gemeinsames findet. So werden Einzelne zu einem Team. Und das scheint wie auserkoren, denn zum Schweißer wirst du nicht, zum Schweißer wirst du geboren. Und weil hier Herzen und Stahl denselben Schmelzpunkt haben, denkt man nach vorn und ist kreativ. Sieht man den Fortschritt, ist innovativ. Und damit, der Schluss fällt nicht schwer, kam man bis ganz nach oben bisher. Bis an Fernsehtürme und Rathausspitzen, bis an die Kuppel des Doms in Berlin, konnte mit den Kranen dem Palast der Republik und der Semperoper die Mütze aufziehen. Doch noch wichtiger ist, so wie meistens im Leben, was du gar nicht siehst. Denn wo entzündliches Gas durch dünne Rohre fließt, bin ich froh, wenn das hält und ich meine, die Naht sollte dann schon perfekt sein. Als plötzlich Wände gingen, weil die Wände kam, stand man vor ganz neuen Dingen, die für alle nicht einfach waren. Plötzlich war das Land so groß und man selbst nicht mehr die Größten. You speak English, sir? No, I have you to vertrösten. Man konnte sich neu formieren und lernte anders zu denken, konnte Altes umsortieren und auf neue Wege lenken. Und was auch immer war, ist Imo noch immer da. Noch immer mit größter Leidenschaft und jetzt als Teil der Robomannschaft. Von Adam Weil bis zum heutigen Tag ist, was man über Imo sagt, zuverlässig, stabil, leistungsstark. Doch das nicht nur durch Technik oder Struktur, was wir als wichtig ansehen. Entscheidend war hier doch immer dabei, dass Menschen dahinter stehen. Ohne ein eingeschweißtes Team würde Imo nicht 70, nicht mal 10 Jahre leben. Und so seid's vor allem ihr alle, denen wir heute Dank und Ehre geben. Danke.